Ja, moin zusammen, liebe Freundinnen und Freunde des CDU-Kreisverbandes Vechta. Wie im letzten Jahr möchte ich Ihnen auch dieses Jahr einen kleinen Jahresrückblick geben über die Highlights in unserem CDU-Kreisverband Vechta. Begonnen hat das Jahr, wie es leider auch enden wird, mit Corona. Wir als Kreisverband haben uns aber nicht einschüchtern lassen und haben ein innovatives Format unter anderem für den CDU-Neujahrsempfang. Mit unserem CDU-Neujahrs-TV haben wir durchschnittlich bis zur letzten Minute über 240 Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern können und online über zehntausende Menschen im Landkreis Vechta mit dieser Veranstaltung erreicht. Des Weiteren haben wir unsere Parteiarbeit sehr stark auf den Fokus online gesetzt, aber auch hybrid konnten wir das ein oder andere machen. Unter anderem sind jetzt die Arbeitskreisveranstaltungen Wasserrecycling zu einer Zukunft der Landwirtschaft, die Universität Vechta, aber auch die Kita-Betreuung im Landkreis Vechta und darüber hinaus. Wir haben einige Digitalks durchgeführt, hier zum Beispiel mit dem Präsidenten des Bundes der deutschen Steuerzahler, Rainer Holznagel. Und besonders prägend fand ich in diesem Jahr die Präsenzveranstaltung 75 plus 1 Jahre CDU-Kreisverband Vechta. Wir sind der älteste in Deutschland, hier in einem würdigen Rahmen. In Mühlen bei der Familie Herzog. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und einem wirklich hervorragenden Professor Dr. Norbert Lammert, dem langjährigen und ehemaligen Bundestagspräsidenten und Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung. Des Weiteren war natürlich der Wahlkampf sehr prägend. Der Landratswahlkampf, die Kommunalwahl und die Bundestagswahl. Bei der Landratswahl haben wir mit Tobias Geddesma ein hervorragendes Ergebnis erzielt, 92,6%, eine absolute Spitzenmarke. Hier nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Tobias. Und auch bei der Kommunalwahl sind wir sehr gut davongekommen, in Anführungsstrichen, haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt durch einen innovativen Wahlkampf mit einem Wahlkampffilm, einem starken Wahlkampfprogramm, aber auch einem Wahlkampfhaus in Vechta mitten an der großen Straße. Über 240 Kandidatinnen und Kandidaten haben kandidiert. Viele sind reingekommen in die Räte. Viele Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer haben uns unterstützt. Und hier nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank dafür. Mit knapp 55% sind wir niedersachsenweit Spitze und natürlich kreisweit unangefochten die Nummer 1. Des Weiteren haben wir einen Bundestagswahlkampf durchgeführt. Hier muss man ganz ehrlich sagen, haben wir herbe Verluste hinnehmen müssen. Aber trotzdem haben wir mit Silvia Breer das unionsweit beste Ergebnis erzielen können. Und ich freue mich auch, dass Silvia wieder in den Deutschen Bundestag natürlich eingezogen ist und für uns sehr gute Arbeit machen wird in Berlin. Im Oktober hat Stefan Siemer dann erklärt, dass er nicht wieder antreten wird bei der Landtagswahl am 9. Oktober 2022. Auch hier vielen Dank, lieber Stefan. Und die nächsten Monate wirst du uns auch noch erfolgreich vertreten. Hier haben wir ein Verfahren für seine Nachfolge definiert und werden am 28.01. im nächsten Jahr eine letzte Präsenzvorstellungsveranstaltung haben. Und am Tag drauf, am 29.01.2022, gibt es dann die Urwahl als Urnenwahl. Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, danke. Danke den vielen Wählerinnen und Wählern, die uns bei der Kommunalwahl, Bundestagswahl und Landratswahl ihre Stimme geschenkt haben. Danke an die 240 Kandidatinnen und Kandidaten, an die ganzen Spender, die wir akquirieren konnten, trotz der Widerstände aus dem Bundesbereich, sage ich mal, den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern. Und ich persönlich möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken bei meinem CDU-Kreisvorstand, bei den Ortsvorsitzenden, Stadt- und Gemeindeverbandsvorsitzenden für die gute Zusammenarbeit. Und ich freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit im Jahre 2022. Abschließend wünsche ich Ihnen allen einen guten Rutsch, ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Bleiben Sie gesund. Glückshengst nei Ohr.